Hi zusammen. Heute möchte ich mal meine Langzeiterfahrung mit der Parkside-Akku-Heckenschere PHSA20LI in der Version A1 mit euch teilen. Die habe ich jetzt schon 2 Jahre in Gebrauch und relativ häufig, muss ich sagen. Eigentlich habe ich mir die nur gekauft, weil die im Angebot war und ich gedacht habe, naja, so das für so Kleinkram kann man die ganz gut benutzen oder auch die Frau, die traut sich nicht so unbedingt mit dem schweren Gerät zu arbeiten. Ich habe noch eine Benzin-Heckenschere mit 1,25 PS und einem Schwert, das auch deutlich länger ist, so ungefähr. Und damit arbeite ich eigentlich ganz gerne. Aber seit ich die habe, arbeite ich mit der eigentlich öfter, muss ich sagen. Die große Heckenschere brauche ich im Grunde nur noch, wenn ich richtig dickes Gestrüpp schneide, zum Beispiel die Kirschlorbeeren ganz doll zurückschneiden muss, weil die schafft ungefähr so daumendicke Äste, schafft die. Das schafft die hier nicht. Da ist Schluss bei, ich denke, so 12 mm. Passen da maximal zwischen die Zähne. 15 passen dazwischen, aber das packt sie nicht. Die schafft ungefähr, ich denke so, also einen einzigen so 10 mm Ast, so wie der kleine Finger ungefähr, schafft die und dann ist die am Ende. Aber alles zum Heckenschneiden und Zurückschneiden und Gestrüpp und Brombeeren und Efeu, das macht die wunderbar. So sieht man auch, die ist schon ordentlich in Gebrauch gewesen. Das Einzige, was bisher kaputt gegangen ist, das ist auch nicht richtig kaputt. Und zwar ist hier vorne dieses halbrunde Schutzteil. Keine Ahnung, für was das eigentlich ist. Da war hier, hat sich eine Schraube gelöst. Da ist eine selbstsichernde Mutter ist da eigentlich dran. Die hat sich irgendwie gelöst, war weg. Da ist das rumgebaumelt. Ich habe jetzt einfach eine neue Schraube rein und fertig. Sonst ist hier nichts dran. Was mich sehr überrascht, dass die Heckenschere, obwohl sie nur eine Akku-Heckenschere ist, so viel Power hat. Und zwar das Ganze mit einem kleinen Akku. Also mit dem 2-AH-Akku arbeite ich immer. Also ich habe auch noch die dicken 4-AH, aber die sind ja doppelt so schwer auch. Und die Heckenschere braucht das gar nicht. Die hat die volle Leistung hier mit dem kleinen Akku. Und das erstaunlich lang. Das ist wunderbar. Apropos Gewicht, schauen wir mal gerade, wie schwer die Maschine ist mit dem kleinen Akku. Na, erstmal ohne Akku. Komm her. Liegt die auf? Ja, mit der Schraube. Kriege ich das hin? Gar nicht, ne? Da muss ich irgendwas unterlegen. Was haben wir denn da? Vielleicht mit Akku, dass sich das Gewicht verlagert. Ah, so geht's. Dann nehmen wir halt das Gewicht mit Akku. 2647 Kilo, Gramm. Ja, 2600 Kilo. Also 2,6 Kilo mit dem kleinen Akku zusammen. Das ist sehr handlich, das schafft man auch mit einer Hand, was natürlich nicht sein darf. Man muss die Heckenschere immer zweihändig führen. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, habe ich hier unerlaubterweise hier den Griff mit 2 Kabelbindern fixiert. Nicht, weil ich da mit einer Hand arbeite, also man kann die halt mit einer Hand halten, aber mit einer Hand arbeiten, das funktioniert im Grunde nicht so. Aber beim Rumgreifen, also wenn man so arbeitet, kriegt man den Griff, den roten, nicht gescheit gedrückt. Also hier oben geht das wunderbar, aber hier an der Seite geht die Maschine, also da muss man fester drücken, einfach als oben. So. Und das finde ich nervig, weil man ja eigentlich doch relativ häufig so auch schneidet. Und dann kriegt man den Griff nicht gedrückt und deswegen habe ich das hier mit Kabelbindern fixiert. Macht das nicht unbedingt nach, ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass hier der Griff nicht auf allen Punkten gleich empfindlich reagiert. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Knopf, für was ist der? Naja, damit kann man den Griff hier drehen. Nicht den kompletten, sondern nur hier den. So. Oder die andere Richtung. So. Finde ich unnötig. Also ist jetzt nicht ergonomisch, finde ich, ob man das jetzt so macht oder so. Also so viel Bewegung habe ich noch im Handgelenk. Das ist
Kein Problem. Das wäre jetzt was anderes, würde sich der komplette Griff drehen, dass man auch den Schutz dann vorne an der Hand hat, aber das kann man damit nicht machen. Man kann hier wirklich nur dieses schwarze Griffteil kann man drehen. Ich lasse das immer so in der Einstellung und fahre damit wunderbar. Ansonsten Wartung, was habe ich gemacht? WD-40 oder Caramba ab und zu hier ins Messer reingesprüht und das war's. Das ist völlig ausreichend. Ich habe die noch nicht müssen schärfen und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich mache das mal kurz vor. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Kirschlorbeerhecke zu schneiden und dann schauen wir uns das mal an. So, es hat gerade angefangen zu regnen, deswegen machen wir das jetzt hier kurz und knackig. Hier ist ein Kirschlorbeer, der muss ein bisschen geschnitten werden. Die Zweige sind hier vielleicht 8 mm, vielleicht auch 10 als dickstes. Und dann probieren wir aus, was die Parkset-Maschine so kann. So, geht locker flockig von der Hand, ohne dass es langsamer wird. Jetzt gehen wir nochmal rein. So, noch ein kurzes Fazit. Nach 2 Jahren Gebrauch der Akkuheckenschere von Parkside. Ich bin total begeistert. Ich finde die super. Ich brauche auch ehrlich gesagt keine Performance oder 40 Volt Variante, zumindest für das, was ich mache. Ich habe recht viel Gestrüpp zu schneiden und eine Hecke an der Straße entlang, ist das völlig ausreichend und auch mit dem kleinen Akku finde ich super, dass man da keinen großen braucht und kann ich eigentlich nur sehr empfehlen. Die Schrauben vielleicht hier nochmal nachziehen, damit das nicht abfällt wie bei mir und ab und zu WD-40, das war's, gute Maschine. Wenn euch noch der Vergleich interessiert zur Akku-Heckenschere von Parkside mit 12 Volt, dann schaut euch das auch noch an, da habe ich auch noch ein Video dazu gemacht und ansonsten gerne Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaut in die Videobeschreibung, da habe ich wie immer alles verlinkt, was ich so in den Videos benutze und zeige. Dann macht's gut und bis dann. Ciao.